in den Einzelsportarten wie Tennis, Skilaufen, Boxen, da waren wir heute Morgen, die Spieler sind wesentlich fokussierter auf ihre Aufgabe. Also wenn es dann zum Wettbewerb geht, ist es ja bei Fußballern immer so, immer laute Musik hören, über iPods dann sich nochmal, weiß ich nicht, berieseln lassen. Und ich habe mal darauf hingewiesen, dass die Einzelsportler sich eigentlich auf ihren Wettbewerb konzentrieren. Was ist gleich meine Aufgabe? Und das finde ich einfach viel, viel entscheidender, dass man auch mal sich mal einen Moment nimmt, wenn man in der Vorbereitung auf ein Spiel ist, dass man einfach mal sagt, ja, ich muss mich jetzt mal auf das vorbereiten, was ich gleich umsetzen muss, was der Trainer mir an Aufgaben gegeben hat. Und wenn ich das dann halt sehe, wie ein Skiläufer vom Rennen noch eben kurz seine Strecke durchgeht, da sehe ich keine iPods in den Ohren hängen. Und das sehe ich auch bei einem Tennisspieler. Gut, der geht auf den Platz, da lässt er sich noch mal kurz berieseln. Aber wenn ein Aufschlagspiel gemacht worden ist, dann sitzt er da und bereitet sich dann halt auf das Return-Spiel vor. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und das kann man Fußballern vielleicht mal mit auf den Weg geben, sich auf dem Spiel mal vorzubereiten. Was habe ich gleich zu erledigen?